Wir haben ja, wenn wir zum Thema Extremismus arbeiten, gibt es ja viele inhaltliche Aspekte, aber Extremismusarbeit bedeutet oft auch narrative Arbeit und Biografiearbeit. Deswegen wollen wir mit der Einstiegsfrage beginnen. Und das Team, da würde ich dich gern bitten, damit zu beginnen, nämlich, was hat dich denn dazu bewogen, dich mit dem Thema Rechtsextremismus zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und in deinem Fall auch dabei zu bleiben in der Auseinandersetzung mit der Thematik? Was treibt dich denn da an? Ja, danke für die Vorstellung. Also ich halte es ja nicht für selbstverständlich, dass Personen, die ehemals selbst im rechtsextremistischen Spektrum waren, dann auch auf solchen Veranstaltungen teilnehmen und ihre Sicht dann ein bisschen preisgeben können. Also wie Sie bzw. ihr schon gehört habt, ich war über lange Jahre selbst in der rechten Szene. Hat sich ungefähr von dem Bereich, als ich 13, 14 war, abgespielt bis so 22 ungefähr, die Kernzeit. Wobei man natürlich auch darüber reden könnte, wie lange dauert ein Distanzierungsprozess selbst, bis man wirklich sagen kann, man ist dort raus. Und für mich war es so, oder für mich ist die interessante Sache, warum ich mich damit beschäftige, wenn ich so in meinem Leben zurückschaue und auf diese fast 10 Jahre zurückschaue, dann muss ich mir selbst die Frage stellen, ja, wie ist denn diese Biografie, wie ich sie habe, entstanden? So, das kann ich aus meinem jetzigen Sicht, das mögen Sie mir glauben oder nicht, kann ich schwer selbst nachvollziehen, dadurch, dass doch schon einige Jahre zurücklag und dadurch, dass doch einiges auch durch die Ideologisierung da verdeckt wurde. Und ich stelle mir eigentlich, habe mir seit meiner Distanzierung die Frage gestellt, ja, wie kommen eigentlich solche Biografien zustande? Und dem bin ich eben auch weiter nachgegangen. Und das versuchte ich auch sehr lange oder habe ich weiter versucht in Präventionsworkshops mit Jugendlichen, wie auch mit Sozialarbeiterinnen und werdenden LehrerInnen, dann auch weiterzugeben und meinen Eindruck sozusagen darüber weiter zu entfalten. Und das ist auch jetzt noch, also zum einen lehre ich in Wien an der FH gerade in einem Projektseminar. Andererseits studiere ich selbst noch soziale Arbeit in St. Pölten, wo auch gerade 2 meiner DozentInnen da sind, wie ich sehe. Und beschäftige mich auch da im Bereich der sozialen Arbeit mit Rechtsextremismus. Bin gleichzeitig auch, wir haben eine Forschungsgruppe jetzt erst vor kurzem gegründet, die Admins heißt und die sich mit der Analyse und Dekonstruktion menschenverachtender Ideologien in der sozialen Arbeit beschäftigt. So, also für mich ist auch die Frage, ja, wie viel Kontinuität steckt noch in der sozialen Arbeit, auch rechtsextremistische Kontinuität, wenn man natürlich sagt, ja, soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession ist frei davon. Andererseits gibt es durchaus doch noch Kontinuitäten, die doch nicht nur die Emanzipation der Personen im Sinne haben. Und darum bin ich bemüht und deswegen sitze ich auch heute hier, Ihnen da was mitzugeben dazu, aus meiner Sicht. Okay, danke vielmals, Steven, auch nochmal für die Darstellung deiner Motivation und warum du da bist und in dem Bereich tätig bist. Silke, dürfte ich dich die gleiche Frage stellen? Was treibt dich denn da an? Hat dich dahin geführt, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen, die ja keine alltägliche und auch nicht immer eine so leichte in Auseinandersetzung ist? Ja, gerne. Hallo zusammen. Ich kämpfe mit einer kleinen Erkältung und bin dementsprechend heiser. Ich bin nun ganz anders als Steven dazugekommen. Ich würde sagen, ich bin dem Thema irgendwie nie ausgekommen. Also ich habe heute mal drüber nachgedacht so und habe bereits als Kind und Jugendliche mich völlig selbstmotiviert immer mit Literatur zum Nationalsozialismus beschäftigt. Und mich hat dieses Thema wirklich umgetrieben und habe Bücher wie, damals war es Friedrich, das Tagebuch der Anne Frank, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, wirklich aufgesogen, schon sehr jung und irgendwie dann auch meine Gesellschaft um mich herum beobachtet. Ich bin in der Nähe von München, in einem kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen, musste auch feststellen, dass die Gesellschaft, die dort um mich herum lebte, keineswegs frei von
Ressentiments, Rassismus und so weiter war und auch die Bereitschaft, sich quasi mit Nationalsozialismus, mit dem, was in Deutschland ein paar Jahrzehnte vorher passiert ist, auseinanderzusetzen, war nicht so besonders groß oder musste auch immer wieder erkämpft werden. Das war jetzt so ein bisschen meine Jugendphase und ich bin der bayerischen Enge entflohen, indem ich nach Berlin gezogen bin 1988, habe da soziale Arbeit studiert und danach noch Journalismus und bin Anfang 2000er, 2001 oder so gefragt worden, ob ich nicht einen Ansatz entwickeln will, der quasi der Rechtsextremismusprävention, der politische Bildung und Jugendkulturen miteinander verbindet, um quasi, ja, wie man sagt, jugendgerecht, lebensweltorientiert an Jugendliche heranzutreten und vor allem die zu erreichen, die man bisher mit den Formaten der politischen Bildung nicht so gut erreicht hat, weil es kam immer vor allem da an, bei denen, die eh schon überzeugt waren oder so. Und vor allem auch im gymnasialen Kontext. Und genau, und seither, wir haben angefangen dann wirklich von Berlin aus, aber in allen Bundesländern, also wir waren wirklich bundesweit unterwegs, zum Teil mit irrwitzigen Fahrzeiten, mit so einem Team von 10 bis 20 Leuten aus Hip-Hop, Punk, Gothic und verschiedenen politischen Bildnerinnen in die Regionen zu fahren. Und da hat sich dann auch so ein bisschen mein Fokus raus entwickelt, weil ich mir so gedacht habe, wow, 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 mit was für Lebensrealitäten haben es die Jugendlichen da zum Teil zu tun? Wie gibt es Regionen, die eigentlich total übersehen sind oder die auch, ja, weiß Gott, also wo das ganze Milieu nicht geprägt ist von einer Atmosphäre der Menschenrechtsorientierung, des liebevollen Umgangs und so weiter und so fort. Und für die Jugendlichen so den Blick zu schärfen, und für die auch Angebote zu schaffen, die quasi auf Augenhöhe funktionieren, nicht belehrend sind und so weiter. Das ist tatsächlich das, was mich und den Verein Cultures Interactive, den ich mit Kollegen und Kolleginnen 2005 gegründet habe, seither umtreibt. Und dann aber natürlich auch noch Themen, die heute früh schon zur Sprache kamen, wie das den Bereich eigentlich auch finanziell abzusichern, nicht dauernd ums Überleben kämpfen zu müssen. Also genau, weil was mich am meisten von meiner Arbeit abhält und was mich wahrscheinlich am ehesten frustriert und wenn überhaupt mich dazu bringt, mal nicht mehr in diesem Bereich tätig zu sein, sind die Förderbedingungen. Genau. Okay, danke vielmals, Silke. Präventionsarbeit bedeutet auch viel zeitlichen Aufwand. Das hat man jetzt auch noch mal gut rausgehört von dem, was du gesagt hast. Andi, magst du? Ja. In dem Bereich unterwegs auch. Was ja, tatsächlich. War auch auf die Frage, wie ich zum Thema gekommen bin. Das ist durchaus auch biografisch zu beantworten. Ich bin in einer oberösterreichischen Kleinstadt aufgewachsen und also anknüpfend auch an das, was Silke gesagt hat, über das Leben sozusagen in solchen Regionen, wobei nicht ganz frei von Rassismus, Antisemitismus wäre da noch untertrieben. Also in den 70er, 80er Jahre, das flache Land in Oberösterreich war, das muss man so sagen, eigentlich eine einzige national befreite Zone mit einer ja, nicht offenen sozusagen Hegemonie vielleicht dieses Gedankenguts, aber doch einer Duldung, einer Akzeptanz, dass sich zum Beispiel in meinem Herkunftsort darin ausgedrückt hat, dass jedes Jahr am 20. April der größte Wirt am Platz in SA-Uniform sozusagen Party gemacht haben und die Honoratioren von ganz oben bis über den Postenkommandant runter dann drinnen sitzen und das ja bestenfalls unter Anführungszeichen witzig finden. Und da sind wir schon wieder auch bei der Adoleszenz natürlich, gegen diesen braunen Mief, wie wir das damals genannt haben, haben wir uns, und ich spreche hier ganz bewusst im Plural, weil ich nicht alleine auch diesen Weg gegangen bin, sozusagen im Zimmer und über Büchern, sondern quasi in der sehr intensiv auch gelebten, sehr aufrührerischen Adoleszenz. Und wir haben uns da kollektiv aufgelehnt. Und ja, unser Gegenüber war, damals haben wir es noch nicht Rechtsextremismus genannt und auch noch nicht so viel differenziert, wie ich das heute mache, das waren die Nazis. Ja, und gegen diese Nazis
sozusagen haben wir, oder ja, mit 14 uns organisiert, also nicht alle waren 14, aber ich war damals 14. Ja, und von da weg war ich eigentlich immer politisch aktiv. Also ich habe ausschließlich wissenschaftlich berufliches Interesse oder akademisches Interesse dran, sondern, Entschuldigung, ich habe vergessen, den abzudrehen, sondern auch unmittelbar politisches Interesse, nämlich die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Das ist der einzige Sinn, sich mit Rechtsextremismus auseinanderzusetzen, ist ihn zu schwächen, ihn zu bekämpfen. Und auch Ausstiegsarbeit schwächt die rechtsextreme Szene. Und also ja, mit dieser antifaschistischen, wenn man so will, Grundhaltung bin ich nach Wien gekommen, wo es natürlich schon besser war und es waren auch andere Zeiten, frühen 90er Jahren, aber an der Universität sah es schon noch relativ dunkel aus. In der Aula war der braune Fleck, der Siegfriedskopf, und es kam immer wieder hier zu Konfrontationen mit den Burschenschaftern. Und da habe ich eben begonnen, mich ja, für die Burschenschaften zu interessieren. Wer steht mir da gegenüber? Jeden Mittwoch beim Siegfriedskopf. Und dann bin ich ins Dokumentationsarchiv gekommen und habe hier mal recherchiert zu diesen Themen und dann allgemeiner natürlich. Und bin dann eigentlich da geblieben im Archiv. Also ich bin einfach immer rausgegangen. Ich habe Zivildienst hier gemacht. Ja, und bin dann immer mehr sozusagen vom politisch-aktivistischen Zugang hin zum ja, professionalisierten, wobei ich mich nach wie vor natürlich als Antifaschist bezeichne. Okay, danke vielmals, Andi, für die Beschreibung und auch von dir das zur Verfügung stellen, diese auch biografischen Anteile und auch ein bisschen Einblicken ins, ein Stück weit ins eigene Leben, zumindest von dem Teil, was hier oft auch die Herausforderung ist oder besser gesagt ja auch ein Anknüpfungspunkt, dieser Aspekt, dieses in der Präventionsarbeit, dieses Hingehen auf die Person. Und wie die Silke gesagt hat, so auf Augenhöhe sich da begegnen. Und das heißt sicherlich auch, sich da in der Biografie zu begegnen, ja, und möglicherweise auch ein Stück weit etwas von sich zur Verfügung zu stellen, um da überhaupt in eine Begegnung kommen zu können. Ich würde gerne in der zweiten Runde so schauen, ihr habt ja, beschäftigt sich alle drei mit dem Thema Rechtsextremismus. Und sicherlich aber auch aus unterschiedlichen Perspektiven und Schwerpunkten mit vielen Überschneidungen. Ich würde euch gerne mal so die Frage stellen, was denn, und so als Schwerpunktfrage auch, was ist denn aus eurer Sicht gerade, wir sind ja mit vielen Extremismusformen konfrontiert auch, ja, und wie die Tagung geplant worden ist, ist natürlich vom Anschlag war natürlich kein Thema, sondern das Interesse war ja auch, sich das Thema Rechtsextremismus anzuschauen, weil da ja zumindest im medialen Diskurs weniger der Blick drauf geworfen wird, wie auf andere Extremismusformen, speziell religiöser Extremismus. Aber was ist denn so aus eurer Sicht gerade aktuell, was sind denn gerade so Bewegungen und Dynamiken im Rechtsextremismus, im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, und in dem Raum, in dem ihr euch bewegt. Und ich würde gerne, Silke, wenn es passt für dich, mit dir da anfangen, mal so aus deiner Perspektive. Was würdest du sagen, was sind denn so in deinen Beobachtungen, was dich da bewegt, so aktuelle Dynamiken und Bewegungen? Also Ein Schlagwort, was mir sofort einfällt, ist quasi so eine Verstärkung des Grauzonenbereichs. Also das ist quasi, als ich angefangen habe zu arbeiten, wie ich es vorhin geschildert habe, da sind wir in irgendwelche Regionen reingekommen und es gab in den meisten irgendwelche rechtsextremen Spacken und Klicken und manche Orte waren auch ordentlich von denen dominiert, aber die waren klar zu erkennen. Und die anderen haben sich zwar zum Teil aus Furcht nicht deutlich von denen abgegrenzt und kannten auch zum Teil nicht so viel anderes, aber es war identifizierbar. Womit ich jetzt und was mir auch wirklich, was uns allen Kopfschmerzen macht, ist tatsächlich, dass wir es jetzt mit so einer breiten Palette zu tun haben, quasi Rechtsextremismus in den Parlamenten, ein
ja, eine Entwicklung in der Sprache, auch im parlamentarischen, politischen Raum, wie ich ihn vor ein paar Jahren noch nicht möglich gehalten habe. Ich musste vor ein paar Jahren den Leuten in Fortbildungen noch erklären, was Volksgemeinschaft ist und dass man das einfach klar rechtsextrem zuordnen kann. Und jetzt läuft dieses Wort auch wieder im Bundestag sozusagen mit. Also Rechtsextremismus in Parlamenten bis hin halt dann bis hin zu einem ja von der Taktzahl sich beschleunigten Rechtsterrorismus gefühlt und dazwischen halt so eine breite Grauzone und ganz viele Themen, die an der sogenannten Mitte der Gesellschaft anschlussfähig scheinen oder worüber sich auch meines Erachtens rechtsextreme Bewegungen Zugang verschafft haben in so eine Art bürgerliche Mitte. Also diese Thematiken sind Gender, bloß nicht so viel Geflüchtete, Arbeitsplätze etc. Da sind schon irgendwie Grenzen verschwommen. Und für unseren Bereich der Jugendarbeit ist das halt auch wenig verwunderlich. Also es ist eine ganz klare Strategie gewesen, von NPD und Konsorten auch, also sozusagen, wir brauchen eine jugendkulturelle Öffnung. Als ich angefangen habe zu arbeiten, da wurden Leute quasi ermordet, wenn sie bunte Haare haben oder so, also von Nazis ermordet, weil das wirklich einfach nicht geht, also nicht vereinbar war mit der Ideologie. Genau, und da hat einfach eine Öffnung stattgefunden. Also wir müssen quasi erst die Neugier und die Herzen der Jugendlichen gewinnen und später kommen die Köpfe. Und es gibt auch so eine Pluralisierung von möglichen Rollenbildern. Das trifft nicht nur auf Mädchen zu, aber auch für Mädchen ist die Szene quasi offener und attraktiver geworden. Vom Stilistischen zumindest. Und es trifft aber auch auf Jungs zu. Also früher war so irgendwie Skinheads und Stiefelträger und Scheitelträger und jetzt ist quasi so eine, bis zu eigentlich nicht mehr zu unterscheiden von allen anderen, also außen normal in Nazi. Das sind so die Phänomene, mit denen wir es zu tun haben. Und dann musste in den letzten Jahren wirklich, also scheint Österreich mir immer doch deutlich besser aufgestellt, aber wir haben einfach in vielen Regionen ist die Jugendarbeit total zurückgefahren worden, was nicht besonders hilfreich ist in so einer Dynamik, weil dann eben wirklich auch die Rechten in diese Räume gegangen sind und zum Teil Jugendzimmer aufgemacht haben und eine sehr aktive Jugendarbeit gemacht haben. Das ist problematisch. Dann haben wir, ich hatte das vorhin so ein bisschen anklingen lassen, wir haben zunehmend das Problem eigentlich von rechtsextremen Eltern, also die 90er-Jahre-Nazis, die jetzt nicht mehr selber gewalttätig aktiv sind, aber die jetzt nicht unbedingt menschenrechtsorientiert und demokratisch geworden sind, sind Eltern geworden. Und was macht man da? Genau, und das wäre jetzt so meine Phänomenbeschreibung, die mich so beschäftigt und für die ich auch sagen würde, ja gut, und dementsprechend muss ich auch Präventionsarbeit breiter aufstellen, muss quasi auch an neuen Punkten ansetzen. Also während es ja früher sehr stark irgendwie auch wirklich auf Strafvollzug, Bewährungshilfe, offene Jugendarbeit, Streetwork, aufsuchende Jugendarbeit konzentriert war, müssen wir zunehmend auch an die Jugendhilfe, an die familienorientierten Hilfen. Und was echt ein Problem ist, ist tatsächlich auch, dass wir, früher haben sich Eltern an Selbsthilfegruppen gewendet und haben gesagt, mein Kind wird rechtsextrem. Jetzt haben wir diese rechtsextremen Eltern und wenn wir da Jugendliche und Kinder in Distanzierungsangebote bringen wollen, dann haben wir richtig Schwierigkeiten, weil wir deren Einverständnis brauchen. Das heißt, bei uns läuft gerade eine Diskussion darüber, wie man auch, oder wird auch stark von Cultures mit vorangetrieben, wie man Distanzierungsangebote stärker auch an Schule ansiedeln kann. Wir haben da so offene Gesprächsgruppen, die jede Woche sind, oder aber auch richtig Distanzierungstrainings. Genau. Das wäre es vielleicht erstmal. Und tatsächlich, weil es vorhin ja schon auch angesprochen worden ist, mein Genderblick und meine Genderperspektive, die geht auch dahin, dass natürlich durch rechts,
den sogenannten Rechtspopulismus, die rechtspopulistischen Parteien, FPÖ, AfD, auch wieder so ein komplett, so ein Backlash-Rollenbild von Männlichkeit und Weiblichkeit auch wieder propagiert wird, total harten Antifeminismus, total, also eine Besessenheit vom Gender-Mainstreaming-Thema als Kampfthema. Und das ist, finde ich, was wir auch thematisch unbedingt weiter im Blick haben müssen, bis dahin, dass eigentlich alle Rechtsterroristen, die in den letzten, also auch international, mit einem mega Frauenhass auffallen und zum Teil eben dieser Incel-Szene zuzuordnen sind, also unfreiwillige Zölibaten und da eben auch in sich in so einer merkwürdigen Form des verletzten Männlichkeitskults bewegen. Das wären jetzt so ein paar Schlagworte. Okay, danke mal für die Schlagworte. Ich habe jetzt so für mich noch so ein bisschen notiert, so diese Verstärkung des Grauzonenbereichs und dieses Beobachten auch in der Sprache, was immer mehr in der Mitte im politischen Diskurs vorkommt. Das ist ein so ein Aspekt, den wir da beobachten kann oder den du jetzt da beschrieben hast. Und dann auch das spannende Phänomen des der Kinder und Jugendlichen von Rechtsextremistinnen und den Umgang und die Problematik der Herangehensweise. Da hast du eben am Vormittag schon ein bisschen was angeschnitten und auch gepostet, wie das möglich wäre mit Jugendhilfe zum Beispiel, wenn das Jugendämter war, glaube ich, das Stichwort, genau. Und auch nochmal so diese Gender-Perspektive, dass ja ein breites Feld ist und ja noch immer in der Extremismusforschung noch breit zu beforschen eigentlich ist. Also da ist noch viel, viel Raum dafür, ein paar Aspekte angeschnitten. Okay. Gehen wir mal, dann würde ich einfach weitergehen, Andi, zu dir. Wenn du es so beschreiben würdest, was momentan so in Bewegung ist in dem Feld, was sich da tut, was ist denn das, was du da beobachtest und beschreibst? Naja, das ist vor allen Dingen der zunehmende, erstarkende Antisemitismus. Also wir sprechen regelrecht von einer Welle des Antisemitismus und dieser erstarkende Antisemitismus befördert auch die Gewalt, also die terroristische Gewalt, die Angst vor dem großen Austausch, wie die Identitären das nennen, hinter dem eben die Juden oder der Jude George Soros stünde. Diese Angst motivierte 2019 die Täter, darf ich erinnern, von Halle und von Christchurch. Das heißt, solche Taten sind ohne Berücksichtigung der individuellen, aber auch der politischen Paranoia nicht zu erklären. Und im Netz findet der private Wahn vom großen Austausch, hinter dem die Juden stehen, dann seine sozusagen Bestätigung im kollektiven Wahn. Mit Breivik beginnt, mit Anders Breivik 2011 beginnt ein, kann man so sagen, ein Internet-Terrorismus, also ein Terrorismus, der in dieser Form ohne dem World Wide Web und anderer neuer Nachrichten, Kommunikationstechnologien und die Abgründe, die damit verbunden sind, oder die sich da auch auftun, also nicht möglich wäre. Andererseits, also neben dieser Begründung oder Beförderung eben auch terroristischer Gewalt und hier eben nicht nur, und das war mir auch gleich wichtig, eingangs im Dschihadismus, sondern eben auch, wenn man so will, im Counter-Dschihadismus spielt eben der Antisemitismus diese tatmotivierende Rolle. Und das tut er eben auch, weil er erstarkt ist. Und aktuell kann man auch sagen, dass er über die massenhaft verbreiteten Mythen eben von der Verschwörung gelingt es dem Antisemitismus aktuell sich gesellschaftlich noch weiter zu verbreiten, nämlich, wie wir auch vorher schon gehört haben, in die viel strapazierte auch Mitte der Gesellschaft. Der Moment dafür ist leider günstig. Wir können so sagen, quasi sagen, dass es immer in solchen Zeiten, dass das verrückte Zeiten sind, in denen sich bedrohte Menschen gegen ihre Angst eben nicht anders zu helfen wissen, als dass sie in so einen Wahn fliehen. In seiner rationalisierten Form,
also tritt dieser Wahn als Verschwörungstheorie in Erscheinung. Und dementsprechend, und ich glaube auch wenig überraschend, gelang es Rechtsextremen, zumindest im deutschsprachigen Raum, kann ich das sagen, mit, wie sie es selbst nennen, so alternativen Sichtweisen auf die Corona-Krise, ihre Reichweite, vor allen Dingen im Internet, noch zu steigern. Also sie vermögen diese Krise zu nutzen und ihr Vehikel sozusagen dazu ist der Antisemitismus, aber hier auch nicht immer und überall der offene Antisemitismus, sondern wie gesagt, über die Verschwörungsmythen. Bei allen Abweichungen im Einzelnen eint all diese Corona-Rebellen, die nicht alle rechtsextrem sind, aber sie sind noch geeint weitgehend durch die Gewissheit, dass dieser ja, vorübergehende, hoffentlich Ausnahmezustand, dem wir ausgesetzt sind, auf Dauer gestellt wird oder gestellt werden soll. Also dass die Herrschenden sozusagen einen geheimen Plan haben, das endlos auszuweiten. Die Corona-Krise sei eigentlich nur ein Vorwand, um die Freiheitsrechte weiter einzuschränken, heißt es. Und endgültig eine von eben, wir sind wieder beim Antisemitismus, von geheimen Hintergrundmächten gelenkte sogenannte neue Weltordnung dann etablieren zu können. Ja, all diesen Mythen ist die antisemitische Herkunft anzusehen. Also der erste, wenn man so will, Verschwörungsmythos ist der von der Ermordung des Sohn Gottes. Und damit verbunden ist ja auch mit diesem Gottesmordvorwurf diese Vorstellung von der Übermacht der Juden und Jüdinnen. Das heißt, ja, die Antisemitin halluziniert sein Objekt sozusagen oben verfolgend. Also darum eben habe ich auch von Paranoia gesprochen. Und diese angebliche jüdische Macht, die da auch im Geheimen wirkt, gründet eben aus dieser jahrhundertelangen Tradierung des Gottesmordvorwurfs, weil das ist das, was zurückblieb und immer noch bleibt bei den Menschen, auch bei den Nicht-Religiösen, nämlich, ja, dass die Juden mächtig sein müssen, weil wie hätten sie sonst Gott oder Gottes Sohn töten können. Und so braucht es uns nicht wundern, dass in dieser Corona-Krise der Antisemitismus noch weiter steigt. Die Universität Tel Aviv hat auf Grundlage von Berichten, ich glaube aus 35 Ländern, hier eben auch von einer neuen Welle des Antisemitismus gesprochen. Die extremen Rechten, die zu strategischem Denken fähig sind, also die gehen eben nicht nur unter diese Corona-Rebellen, um sie nach rechts zu ziehen, eben vor allen Dingen über diese Verschwörungsmythen, diese Rechten, die strategisch denken können, gewinnen der Krise auch was Positives, was Gutes ab. So etwa Martin Sellner, der Kopf der Identitären oder jetzt der Nachfolgeorganisation mit dem einfallsreichen Namen Die Österreicher, hat erst Mitte April gehofft auf einer deutschen rechtsextremen Seite, dass die Gesundheitskrise, die, wie er es nennt, Remigration, also dass das, wenn man so will, neurechte Wort für Ausländer raus, das eben auf die Krise Ausländer raus folgt. Er schreibt, dass die Gesundheitskrise quasi einen, oder er drückt die Hoffnung, muss man so sagen, einen metapolitischen Schock, ich zitiere, einen metapolitischen Schock für unsere Gesellschaft bedeutet, der einen Bewusstseinswandel und eine Bereitschaft hin zur Remigration bewirken könnte. Also im Gefolge der Krise würde eben, wie er hofft, das Wachstumspotenzial des patriotischen Lagers anwachsen. Und im Gefolge der Krise, und hier ist vor allen Dingen die Wirtschaftskrise, die droht, angesprochen, hofft er weiter, dass dieses Lager vielleicht, Zitat, sogar in die Nähe politischer Macht geführt werde. Und das ist jetzt natürlich die Hoffnung, hoffe ich wiederum, übertrieben. Aber wenn wir uns gerade die letzten Tage anschauen, auch das Ende der, Zitat, Distanziererei genau von solchen Leuten, von Seiten der FPÖ, dann ja, ist es noch nicht jetzt ein großer Schritt in Richtung politischer Macht, aber es zeigt doch, dass der Rechtsextremismus, aber eben auch in dieser militanten Form der Identitären, die wir als neofaschistisch bezeichnen, ja, normaler und immer normaler wird
Und das, diese Normalität macht er natürlich auch oder ist einer der Gründe auch für seine Erfolge, gerade in Österreich. Danke. Danke vielmals, Andi, auch für das nochmal hervorheben, dass das zunehmenden Antisemitismus, der da zu beobachten ist und auch das, was wir ja alle wahrgenommen haben über die Corona-Krise, dass über diese Verschwörungstheorien und auch mit allen Protesten, die es da gibt, durchaus rechtsextreme Gruppierungen versuchen, das für sich zu nutzen, wie du da jetzt auch ausführlich beschrieben hast. Es gibt schon ein paar Statements im Chat, habe ich gesehen. Ich würde ein, zwei zu den Identitären darauf einzugehen. Die Silke hat auch schon geantwortet, großartig. Und vorher war auch so das Phänomen der Querdenker und Hippies und die Verknüpfung der unterschiedlichen Richtungen. Und dann auch so ein von der Ulrike Schisse, von der Bundesstelle für Sektenfragen, dieser Aspekt, dass auch diese Grauzonen auch beim Bereich Esoterik, biologische Landwirtschaft, Selbstversorger sich immer mehr ergeben und sichtbar sind. Da an der Stelle würde ich sagen, bitte durchaus weiter chatten. Wir haben dann auch Zeit, das auch auf diese Themen einzugehen oder haben wir uns vorgenommen, um auch nochmal Fragen zu stellen. Ich würde jetzt vorher aber noch den Steven bitten, deine Einschätzung und Beobachtung abzugeben, was, wie du sagen würdest, welche Bewegungen du im Rechtsextremismus zurzeit wahrnimmst und beobachtest, die aus deiner Sicht relevant sind. Ja, also ich möchte eigentlich so ein bisschen anknüpfen an das, was schon gesagt wurde. So, also dieser Grauzone-Bereich, den die Silke beschrieben hat, so das macht ja das Interessante, wenn ich mir zum Beispiel zurückdenke, meine aktive politische Zeit, so als, keine Ahnung, Anfang 2000, als wir mit Springerstiefeln damals noch später dann in AN-Uniform, also komplett schwarz gekleidet auf Demos mit hunderten Fahnen dorthin gezogen sind. Also damals hätten wir uns gewünscht, dass so ein Zustand wie jetzt eintritt. So, ihr habt es selbst in dem Chat schon erwähnt, so, dass wirklich eine breite Masse von Menschen an Demos teilnehmen, die rechtsextreme Narrative zumindest mitframed. So, und die, so, das war damals so vor 10, 15 Jahren noch relativ unvorstellbar. Das war in einzelnen Demos so, wie beispielsweise, wenn man sich solche Demos nach Gewaltverbrechen an Kindern anschaut, wo es durchaus so eine Solidarisierung sozusagen der breiten bürgerlichen Schicht gab mit dem Rechtsextremismus. Sonst war das aber vielmals nicht vorhanden. Und mir ist in der letzten Zeit sehr häufig begegnet, vielleicht für euch auch, dass Leute an mich herangetreten sind oder in Gesprächen aufgekommen ist, dass beispielsweise ihre Eltern, ihre Geschwister oder irgendwelche anderen Verwandten oder Freunde auf einmal ziemlich affin gegenüber Verschwörungstheorien sind. Und ich möchte eigentlich so ein bisschen versuchen nachzuzeichnen, wie ist denn diese Öffnung der Szene überhaupt geschehen, aus einer Szene-Sicht heraus, die eigentlich zu dieser breiten Mobilisierungsform geführt hat. So, es gab natürlich immer schon gewisse Überschneidungspunkte mit Rechtsextremismus und Verschwörungstheorien im weitesten Sinne. Also ziemlich viele, der Andi hat das ja schon ausgeführt, sind selbst in der rechtsextremen Szene verankert, viele Verschwörungstheorien, antisemitische Übermachtsfantasien und so weiter. Aber trotzdem gab es auch andere Ansatzpunkte, die jetzt noch zu beobachten sind. Zum Beispiel die neue germanische Medizin, die dann explizite Verbindung zum Rechtsextremismus aufweist. Ich möchte aber zuerst mal darauf eingehen, okay, wie haben sich die rechtsextremen Szenestrukturen verändert seit damals? So in Mitte der 2000er bis Ende der 2000er konnte man so ein bisschen beobachten, dass es so eine Krise der Akzeptationsform gab. Also wir sind damals auf Demonstrationen gegangen und haben gemerkt, ja, es tritt eigentlich nicht das ein, was wir möchten. So, was wir möchten war, okay, es sollen tausende Leute auf die Straße gehen, wir möchten dieses System niederwerfen. Es wurde von einem Tag X fantasiert, so an dem das jetzige System zusammenbrechen soll und sozusagen das System nach unserem Vorbild erwächst. Und das ist nicht eingetreten. So.
Da auf einmal stand die Szene vor einem Problem. Wie geht sie damit um? Wie kann sie in Zukunft eigentlich diese wahrheitsbringende Heilsbotschaft, die man selbst zu verkünden hat, an die Leute bringen? So, auch so solche Formen wie Flugblätter oder ähnliche Sachen haben nichts mehr gebracht. Und zudem gab es damals noch in der deutschen Neonazi-Szene einen großen Konflikt so zwischen den sogenannten autonomen Nationalistinnen und der NPD auf der anderen Seite mit den völkischen Nationalistinnen zusammen, also der sogenannten Siedlungsbewegung. Und da gab es einen großen Streit darüber, ja, wie sollen wir jetzt auf Demos auftreten, damit wir denn an die Leute herankommen, damit wir die Leute erreichen. So die einen, wie ich damals, schwarz uniformiert mit schwarz-weiß-roten Fahnen und dort wirklich auch mit einer hohen Gewaltbereitschaft gegenüber der Polizei und politisch Andersdenkenden wirken und die NPD eher das biedere Spektrum anbindend, trotzdem aber mit ihrem gewissen Standing in der Neonazi- und freien Kameradschaftsszene. Und da ist eigentlich etwas, da durch diesen Konflikt und natürlich auch den Repressionsdruck, der empfunden wurde in der Szene einerseits und zuallererst durch die Zivilgesellschaft. So, es gab überall Blockaden von Demonstrationen. Es gab Formen, wo Plätze besetzt wurden, so beim damaligen Fest der Völker, also einem Neonazi-Musikfestival beispielsweise, was zum unglaublichen Frust in der Neonazi-Szene geführt hat. So, weil diese großen Demonstrationen waren einerseits natürlich ein Machtbeweis, aber auf der anderen Seite auch ein Szene-Event. So, man ist dorthin gefahren, um sich wiederzusehen, um zu plaudern, so, um sich auch auszutauschen und zu vernetzen und die weiteren Aktionen zu planen. So, und es war unglaublich deprimierend, wenn man auf einmal auf irgendeinem Supermarktparkplatz am Rande einer Großstadt dann sich wiedergefunden hat und die Revolution sozusagen von dort aus hätte starten sollen. Ja, und deswegen, man ist sozusagen in so einer Agitationskrise gelandet. Was tut man jetzt überhaupt? Gleichzeitig gab es damals die ersten Formen von Podcasts beziehungsweise so Videoblogs, so die aufgekommen sind. Also das hieß damals so etwas wie Volksfront Medien oder Media Pro Patria, wo eigentlich die ersten Versuche unternommen wurden, auch über das Internet da an andere Personen heranzutreten und das nicht mehr in persönlicher Art und Weise machen zu müssen. So. Meine VorrednerInnen haben schon so ein bisschen über jene gesprochen, die so ein bisschen strategisch denken konnten. So, da gab es doch manche, die das konnten und die haben dann versucht, eben so eine neue Agitationsweisen zu finden, neue Ausdrucksformen zu bringen, die weg eigentlich von diesem klassisch geprägten Bild, was alle oder sehr viele im Kopf haben, wenn sie an Rechtsextremismus denken, also kahl geschorene Haare, Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln drin, und dort versucht, sozusagen ein neues Bild zu generieren. Man kann das damals in Deutschland ganz gut jetzt habe ich leider den Namen vergessen, aber an einer Agitationsform finden, die versucht haben, zum Beispiel Demonstrationen zu machen, indem sie sehr mit Fahnen aufgetreten sind, in geordneten Reihen, eigentlich wieder auf den historischen Nationalsozialismus bezogen und zusätzlich aber, und das war eine gänzliche Erneuerung, mit weißen Masken. So, diese weißen Masken haben eigentlich so eine, einerseits sollten eine Form von Einheit bringen, aber andererseits sollte es auch sozusagen aus einer strategischen Sicht heraus ermöglichen, dass alle anderen Personen sich darin wiedersehen können, widerspiegeln können in diesen auch damit neuen Themenfeldern, die aufgemacht wurden. Es gab auch zwischen Mitte bis Ende der 2000er gab es eine Öffnung des Themenfeldes, während vorher ganz klar Ausländer als Thema genannt wurden, also Migrationsbewegung, aber auch beispielsweise Sachen wie irgendwelche Übergriffe, ganz großer Fokus auf Erinnerungskultur, also Glorifizierung vom Nationalsozialismus.
So ging es dann auf einmal hin, dass man die rechtsextreme Globalisierungskritik, Kapitalismuskritik würde ich sie nicht nennen, dort wiederentdeckt hat und auf einmal solche Themen wie Armut wieder in den Fokus gerückt sind. So, dort hat mit dieser Öffnung ist aber auch gleichzeitig eine Öffnung in der Szene passiert oder eine Differenzierung, sagt man mal. Es gab zum einen, so während vorher noch die Rechtsextremisten zu Rechtsrock oder Liedermachen abgeschickt haben, war es auf einmal, dass andere Musikformen aufkamen. Also die eben auch an jugendkulturelle Phänomene anknüpfen sollten. Beispielsweise war das damals der sogenannte NSHC, also National Socialist Hardcore. Oder auch, ich weiß noch, in meinen letzten Jahren habe ich versucht, eine NS-Ska-Band zu gründen. So, also die Absurdität war sozusagen ziemlich breit gefächert, die auf einmal möglich war, was wenige Jahre vorher noch zu kompletten Ausschlüssen geführt hat aus der Szene. Ihr habt es vorhin schon gehört, so Jahre vorher war es noch unmöglich, dass jemand mit grünen Haaren auf eine Demo gegangen wäre bei Rechtsextremen. Wenn man sich spätere oder die rechtsextremen Demos der späteren 2000er anschaut, gibt es auf einmal eine unglaubliche Verbreiterung auch des Szenebilds, der sich eben in bestimmten jugendkulturellen Phänomenen wiedergefunden hat. Es gab zum Beispiel eine unglaublich starke Bewegung hin zu Straight-Edge-Bewegung oder zu Veganismus, so, die aber alle immer, und das darf man nicht vergessen, immer wieder ideologisch angebunden wurden. So. Aber wie ist diese Breite, wie findet die sozusagen wieder zusammen? So, das ist der interessante Punkt dabei, dass es als Verbindungselement schon so eine Form von ideologischen Worthülsen es immer existiert haben, die zum Beispiel eher Anfang der 2000er noch eher sowas zum Beispiel wie Rasse und Volk waren, späterhin dann, wie es der Andi auch schon ausgeführt hat, sowas wie Identität, Remigration, so, wo... Also Begriffe, wo sich alle mit identifizieren konnten, aber die verschiedenen Szeneteile, die unterschiedlich befüllt haben auf einmal. So, und aber wenn es sozusagen darum ging, diese gemeinsame Begriff von Volk auch nach außen zu vertreten, sind diese ganz verschiedenen Szeneteile auf einmal auch zusammen auf Demos gegangen. Und was man nicht vergessen darf, in dieser Zeit, und ich habe es schon angesprochen, mit diesen ersten Medienprojekten gab es eben auch so eine mediale Verbreiterung. So, es gab auf einmal Facebook-Gruppen, StudiVZ-Gruppen, wo sich Rechtsextreme drin engagiert haben und wo sie versucht haben, auch diese Ideologie eben an andere und besonders an Jugendliche weiterzugeben. In dieser Zeit ist auch eine andere interessante Sache noch passiert, und zwar gab es die erste wirkliche explizite Anbindung der Neonazi-Szene oder rechtsextremen Szene an die jetzigen, wie man sie jetzt sieht, die Verschwörungstheorien passiert hat. Es gab damals in den 2000ern, hat es angefangen, dass es die sogenannte Antizensurkoalition in der Schweiz gab, von einem wirklich vorherigen Sektenführer und dann, man könnte spekulieren, ob immer noch, der hieß Ivo Sasek. Und der hat eigentlich eine Anbindung auch explizit nach rechts hinaus forciert. Und das Besondere an diesem Antizensur-Kongress, den es etliche Mal gab, ich weiß leider nicht, ob es ihn jetzt noch gibt, die letzten Informationen, die ich gelesen habe, waren ein bisschen länger, sind schon vor 3-4 Jahren gewesen. Aber das war eine Plattform, auf der wirklich alle Absurditäten an Verschwörungstheorien, rechtsoffenen und rechtsextremen Strukturen ihre Meinung vorbringen konnten, vor wirklich Hunderten von Leuten. Das hat in der großen Messehalle stattgefunden. So, die Vereinigung hat sozusagen eigentlich darüber stattgefunden, wir sind gegen das jetzige System. So, ich kann mich noch sehr gut erinnern, da war damals eine Person, die ist dort aufgetreten. Späterhin wurde es dann so ein bisschen zum Gag über die Szene, aber die ist wirklich mit einem Aluhut dort gekommen und hat gesagt, ja, so bei ihr vor der Tour wurde ein Sendemast gebaut und seitdem hat sie Kopfschmerzen.
So, das war die Eingangsbotschaft und dann wurde das mit Verschwörungstheorien, mit antisemitischen und strukturell antisemitischen Elementen aufgebaut und dort weiter verfestigt. Und diese Antizensurkoalition war es auch insbesondere, die mit diesem Sektengründer Udo Sasek, der insbesondere zu einer Verbreiterung beigetragen hat des Medienspektrums. Der hat damals verschiedene Magazine rausgegeben, hat verschiedene Sendeformate, also TV-Sendeformate oder Internet-TV-Sendeformate gegründet, wie Klagemauer TV beispielsweise. Und hat dort seine Ideologie einer breiten Masse an Menschen mitgegeben. So, in diese Zeit fällt dann natürlich auch solche Medienarbeit wie Elsässers Kompaktmagazin oder andere, die auf verschiedene Zielgruppen dann zielen. Und natürlich die Revolution im rechtsextremen Medienspektrum, YouTube und seinen Algorithmus, wo wirklich an breite Massen von Menschen das herangetragen wird. Man darf aber in dieser ganzen Verbreiterung nicht vergessen, es wird versucht, an bestimmte Narrative anzuknüpfen, die gesellschaftlich existieren. So, es wird sich selbst geframed als zum Beispiel zutiefst demokratische Bewegung. Aber der Background davon ist, dass in den Szenestrukturen selbst, sowohl in den Rechtsextremen natürlich, als auch in denen der Verschwörungstheorien, Demokratie eher als Vehikel gesehen wird. Also Demokratie sozusagen ist so lange gut, bis wir unsere Meinung dort einbringen. Aber in die Szenestrukturen selbst, sowohl bei Ivo Sasek und anderen, als auch bei den Identitären, sind ja nicht demokratisch. Die funktionieren nicht demokratisch, sondern strikt hierarchisch, patriarchal. Auf der anderen Seite ist auch diese Ideologie eben keinesfalls demokratisch, indem eben nur die zur Demokratie zugelassen sind, die sozusagen nicht verblendet sind, die nicht ausgeschlossen sind, die nicht dieser Ausgrenzung unterworfen sind. Und damit wird eben diese, wie ich finde, Ansicht, neue Form von Volksgemeinschaft auch begründet. So, wer darf mitreden? So, die eigentlich jene nur, die jetzt auf diesen Demos sind, die jetzt sich in diesen Telegram-Channeln befinden und die jetzt eben diese Propaganda auch folgen können. Danke. Danke, Steven, auch für so die Beschreibung und so den Blick aus einer ganz spezifischen Richtung, auch um eine Idee zu kriegen, was das so Ziele waren und sind und sowas wie eine andere Seite spürt, also greifbar zu kriegen, ja, was das so an Vorstellungen sind.